St. John, eine Insel in der Karibik. Trommeln rufen zum Kampf. Gedemütigte Sklaven erheben sich gegen ihre Herren. Die Revolution von St. John geschah vor den größten Revolutionen der Geschichte, der amerikanischen und der französischen Revolution. In einer einzigen Nacht rächen die Sklaven jahrzehntelanges Leid. Wir wollten Freiheit, um jeden Preis. Die Rebellen nutzen den größten Schwachpunkt des Gegners, das Bollwerk seiner militärischen Macht. Der entscheidende Moment in der Geschichte von St. John war die Eroberung des Forts. Fern von ihrer Heimat kämpfen afrikanische Sklaven gemeinsam um die Freiheit in der neuen Welt. Diese Männer und Frauen zündeten einen Funken, der die ganze Karibik entflammte. Doch das Ziel ihrer Anführer ist keineswegs Freiheit für alle. Wer nicht auf ihrer Seite war, wurde ihr Sklave. Die Spurensuche auf St. John liefert heute neue Erkenntnisse über die brutale Knechtung von Menschen im 18. Jahrhundert. In einer Welt, in der Sklaverei zum Alltag gehört, kann niemand wirklich frei sein. Die Insel St. John ist eine Perle der Karibik. Mit nur 51 Quadratkilometern ist sie die kleinste der drei Hauptinseln der amerikanischen Jungferninseln, die seit 1917 zu den USA gehören. Drei Fünftel der Fläche sind heute Nationalpark. Die Insel ist ein Refugium für gut betuchte Urlauber und Müßiggänger. Doch das vermeintliche Paradies hat eine dunkle, blutige Geschichte. Bundo! 1733 war die damalige dänische Kolonie Schauplatz eines Sklavenaufstands. An der Spitze der Revolte standen Mitglieder eines afrikanischen Königshauses. Sie waren als Sklaven in die neue Welt gebracht worden. Die Berichte der dänischen Kolonialverwaltung nennen sie König Jun und Prinz Akashi. Die Kolonialmacht war ernstlich bedroht und schon bald eilten französische Truppen den Dänen zu Hilfe. St. John wurde der erste schwarze Staat des Kontinents. Es war tatsächlich die erste schwarze Revolution in Amerika. Noch heute spielt der Aufstand eine wichtige Rolle für die Einheimischen. Seine Geschichte ist von Generation zu Generation überliefert worden. Auch Professor Gilbert Sprouff kennt die Revolte aus den Erzählungen. Sie erzählten, zu einer bestimmten Zeit des Jahres würde sich das Wasser rot färben. Durch das Blut des Sklaven. Legenden dieser Art gibt es viele. Aber was tatsächlich geschah, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Es gehört zur Folklore und Tradition der Insel. Doch welche Spuren sind heute noch sichtbar? Ausgrabungen in der Cinnamon Bay lieferten bereits wichtige Hinweise. Mit Hilfe von freiwilligen Helfern legten die Archäologen Douglas Armstrong, Mark Hauser und Ken Wild die Reste einer Sklavenunterkunft von 1733 frei. Das Jahr der Revolte. Besonders ein Fund in dieser Bucht gab den Experten Rätsel auf. Spuren von Holzkohle deuten darauf hin, dass die Unterkunft niedergebrannt worden war.
Aber wer waren die Brandstifter? Hier müssen Historiker eng mit den Archäologen zusammenarbeiten. Denn die können im Boden tatsächlich erkennen, ob die schriftlichen Berichte stimmen. Wenn wir die Spuren zusammenführen, kann das Problem geknackt werden. Der Fund war kein Zufallstreffer. Die Archäologen konnten ihre Grabungen sehr gezielt angehen. Denn der Historiker David Knight hatte sich die dänischen Steuerakten jener Zeit genauer angesehen. Mithilfe alter Karten konnte er den Standort des Hauses ermitteln, obwohl die Jahrhunderte alle sichtbaren Spuren verwischt hatten. Anhand der archivierten Dokumente kann man solche Orte gewissermaßen wieder zum Leben erwecken. David Knight hofft, die Ereignisse, die ihn schon seit seiner Kindheit fasziniert haben, Stück für Stück rekonstruieren zu können. Die Geschichte des Aufstands von 1733 wirkt wie der Stoff eines großen Romans. Dabei ist sie wahr und sehr spannend für einen Historiker. Die dänischen Berichte dokumentieren die europäische Perspektive. Wie die Sklaven die Welt sahen, kann man in den Ruinen der Annaberg-Plantage besichtigen. Die Zeichnungen an der Wand sprechen Bände. Man kann das Verlangen dieser Sklaven förmlich spüren. Wie er durch das Fenster sah auf das prächtige Anwesen des Plantagenbesitzers, das geschäftige Treiben im Hafen. Er will uns eine Geschichte erzählen. Die Bilder sind ein Vermächtnis, anrührend und zugleich voller Ausdruckskraft. Die Zeichnungen stellen die kolonialen Verhältnisse auf den Plantagen und im Hafen dar. Eine Weltordnung, die rebellierende Sklaven 1733 beseitigen wollten. Doch wie waren die Rebellen organisiert? Welche Ziele hatten die Anführer? Und wie viele Sklaven auf St. John griffen tatsächlich zu den Waffen? Die Vorgeschichte des Aufstandes beginnt mit der wachsenden Gier der Kolonialmacht nach Zuckerrohr. 1733 war Zuckerrohr die Haupteinnahmequelle der karibischen Plantagenbesitzer. Wie es dazu kam? Aus Zuckerrohr kann man Melasse herstellen und die Europäer waren auf den Geschmack gekommen. Zuckerrohrsaft kann auch fermentiert werden, um Rum herzustellen. Dieser flüssige Sonnenschein der Karibik eroberte Europa im Sturm und die Dänen sicherten den Nachschub. Sie stiegen groß ins Zuckerrohrgeschäft ein. An der Spitze profitierte Gouverneur Gardelin, ein Pfennigfuchser und ehemaliger Buchhalter der dänischen Westindiengesellschaft. Darunter standen wohlhabende Plantagenbesitzer wie Gardelins Schwiegersohn Johannes Sotmann. Und es gab gewöhnliche Siedler, wobei gewöhnlich ein gewagter Begriff ist. Denn oft waren es Kriminelle in der Verbannung. Betrüger, Diebe und Mörder. Viele hatten eine dunkle Vergangenheit als Piraten oder sie waren mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Jetzt verwandelten sie ein Inselparadies in eine Zuckerfabrik. Sklavenarbeiter rodeten die Wildnis, um Anbauflächen zu gewinnen. Sie wurden durch sogenannte Bombas angetrieben. Sklaven, die es bis zum Vorarbeiter gebracht hatten. Ihre Herren waren Plantagenbesitzer, die in zeitgenössischen Berichten als hartherzig und egoistisch beschrieben wurden. Gleichgültig gegenüber dem Leid der Sklaven dachten sie an nichts anderes als an Zucker. Jedes Fleckchen Land wurde dafür geopfert. Auf dem Markt der Nachbarinsel St. Thomas konnten die Plantagenbesitzer ihren wachsenden Bedarf an Arbeitskräften decken. Unter der sengenden Sonne wurden gerade eingetroffene Sklaven aus Afrika wie Vieh verschachert. Hey Peter, hier habe ich zwei gute Slaves und zwei gute Reine. Ein Augenzeuge beschrieb die erniedrigende Auswahlprozedur. Sie schauten in den Mund, ob alle Zähne vorhanden und die Zunge rot und gesund war. Dann suchten sie die Beine, Schenkel und Arme nach Schwellungen ab. Ja.
Nach dieser Fleischbeschau begann die Versteigerung. Ein erwachsener Mann kostete umgerechnet bis zu 2000 Euro, ein Junge die Hälfte. Selbst die ungeborenen Kinder schwangerer Frauen standen zum Verkauf. Nach dem Besitzerwechsel wartete auf die Sklaven eine grausame Tortur. Die Historikerin Sandra Green hat das Geschäft mit den Sklaven auf der nahegelegenen Insel St. Croix erforscht. Solche Brandeisen waren weit verbreitet in der Zeit des Sklavenhandels. Das Brandmal zeigte, wem der Sklave gehörte. Wenn er verkauft wurde, war klar, an wen das Geld ging. Entweder an ein Handelshaus oder an eine bestimmte Person. Das glühende Eisen wurde in den Oberschenkel oder in die Schulter gepresst. Sklaverei gab es überall auf der Welt. Jeder wusste es und sie wurde erst relativ spät in Frage gestellt. Sie gehörte einfach zum Alltag. 1733 treffen auf dem Sklavenmarkt von St. Thomas zwei Häuptlinge aus Afrika ein. König June und Prinz Akashi, Führer des afrikanischen Stammes der Akwamu. Wenige Monate später werden sie an der Spitze des Sklavenaufstandes stehen. Doch bis zu ihrer Gefangennahme hatten sie alles andere im Sinn, als sich mit Sklavenhändlern anzulegen. Denn die Akwamu waren selbst Sklavenhändler auf der anderen Seite des Atlantik. Sie lebten an der afrikanischen Goldküste, dem heutigen Ghana, ein wichtiger Umschlagplatz für Sklaven. Dem Menschenhandel fielen in Afrika innerhalb von 200 Jahren etwa 20 Millionen Männer, Frauen und Kinder zum Opfer. Sklaven, auch schwarzes Gold genannt, galten als die wertvollste Handelsware der Welt. Afrikanischen Stammesführern blieb nicht verborgen, welchen Reichtum die Europäer mit dem Sklavenhandel anhäuften. Die Akwamu drängten deshalb selbst in das lukrative Geschäft und bildeten seit 1710 eine wichtige Säule des globalen Menschenhandels. Der Sklavenhandel zwischen Afrika, Amerika und Europa wird im Allgemeinen als Dreieckshandel bezeichnet. In Afrika tauschte man dabei Textilien, Metallwaren, Waffen und Munition gegen Menschen ein. Führer der Akwamu, wie König June und Prinz Akashi, sicherten sich ein großes Stück von diesem Kuchen. Ihre Krieger eroberten und plünderten die benachbarten Königreiche. Menschen gegen Waffen war ein besonders beliebtes Tauschgeschäft, aber nicht das einzige. Die Dänen haben Sklaven auch mit Geld gekauft. Das Geld stammte aus dem Rumverkauf in Europa. Mit anderen Worten, so zynisch es auch klingt, die Sklavenarbeiter auf den Plantagen von St. John erarbeiteten das Geld, mit dem ihre Landsleute in Afrika versklavt wurden. Ein Sprichwort der Akwamu lautet Sika ne ohene, das Geld ist König. Der Stamm verwandelte das Sprichwort in einen Schlachtruf. Wenn andere Stämme sich weigerten, Abgaben an die Akwamu zu zahlen, wurden sie angegriffen und ihre Mitglieder gefangen genommen. Viele wurden hingerichtet und einige an Sklavenhändler verkauft. Doch eines Tages wendete sich das Blatt. König June und Prinz Akashi fielen in die Hände eines gegnerischen Stammes und wurden selbst als Sklaven an die Dänen verkauft. Damit begann auch für sie die lange Überfahrt in die Karibik, ein Trip durch die Hölle. Historiker sprechen von der sogenannten Mittelpassage, ein verharmlosender Begriff für den mörderischen Transport. Ein Zeitgenosse schrieb damals: Würde der Atlantik heute austrocknen, könnte man den Weg von der Sklavenküste nach Amerika als Straße aus verstreuten menschlichen Knochen erkennen. Der Tod war ein ständiger Begleiter der Sklaventransporte.
Solche Fesseln wurden in Afrika benutzt. Dieser Ring wurde um den Hals gelegt und verschlossen. Er ist schwer und scheuert die Haut auf. Die Kette sorgte dafür, dass sich keiner davon machen konnte. Millionen Afrikaner wurden in die Laderäume der Sklavenschiffe gezwängt. Das Leben an Bord muss die Hölle gewesen sein. Heiß und feucht, voller kranker Menschen, die an Durchfall litten. Krankheiten an Bord forderten bis zu 2 Millionen Tote. Schwärme von Haien folgten den Sklavenschiffen, denn sie konnten sicher sein, dass Leichen über Bord geworfen wurden. Und zwar ziemlich regelmäßig. Nach etlichen Monaten auf hoher See landen auch König June und Prinz Akashi auf St. Thomas und werden wie Nutztiere versteigert. Jahrelang hatten sie für Sklavennachschub gesorgt. Nun waren sie selbst im Angebot. Doch schon bald finden sie heraus, dass Sklaven auf den Jungferninseln in der Mehrheit sind. Auf 5 schwarze Sklaven kommt nur ein Europäer. St. John brauchte dringend Arbeitskräfte. 1733 waren die meisten dänischen Grundbesitzer noch dabei, das Land urbar zu machen. Es gab noch keine fertige koloniale Plantageninfrastruktur. In dieser Periode musste die Knochenarbeit natürlich von den Sklaven verrichtet werden. Doch wenn die Menschen, die man tagsüber fast zu Tode schindet, in der Überzahl sind, kann man nachts wohl kaum ruhig schlafen. Ein Sklavenbesitzer aus St. Thomas hat es so formuliert: Ist der Besitzer nicht ein viel größerer Sklave als derjenige, den er gekauft hat? Er schläft mit der ständigen Angst, dass ihm der Feind im eigenen Haus nachts die Kehle durchschneidet. Im Mai des Jahres 1733 wurden Prinz Akashi und König June nach St. John verkauft. Süßwasser war knapp und es regnete hier selten. Um Geld zu sparen, zwangen die Plantagenbesitzer die Sklaven, ihre Nahrung selbst anzubauen. Also waren auch sie gezwungen, den Urwald zu roden und ihre Felder von Steinen zu befreien. Viel Aufwand, nur um zu überleben. Ein mitfühlender Zeitgenosse beschrieb das Leben unter der Knute so: Man kann nur tiefes Mitleid für die Opfer der zahlreichen, grausamen Besitzer empfinden. Ich sah, wie ein armer Sklave an einem Pfosten gebunden und ausgepeitscht wurde, bis das Fleisch in Fetzen zu hängen schien. Wenn die Sklaven nicht mit der Rodung des Terrains beschäftigt waren, ernteten sie Zuckerrohr und verarbeiteten den Saft zu Melasse und Rum. Diese Arbeit war sehr gefährlich, besonders wenn man von der körperlichen Anstrengung völlig erschöpft war. Das ist eine Zuckerrohrpresse, die den Saft herausquetscht. Die Walzen ziehen das Zuckerrohr ein und in der ersten Zeit gingen häufig auch Arme verloren, wenn ein Arbeiter die Maschine fütterte und sein Arm mit hineingezogen wurde. Deshalb lag neben der Zuckerrohrpresse immer eine Axt, um den Arm abzutrennen, bevor jemand ganz in die Presse gezogen und getötet wurde. König John und Prinz Akashi erlebten allein im ersten Sommer 2 Wirbelstürme, eine Heuschreckenplage und eine Dürre. Im Herbst des Jahres 1733 waren die Sklaven buchstäblich am Verhungern. Einige entzogen sich dem Hunger und der körperlichen Züchtigung durch Selbstmord. Andere, wie die Akwamu, versuchten durchzuhalten und die Qualen zu ertragen. Die Plantagenbesitzer waren verblendete Rassisten, unwillig anzuerkennen, dass die Sklaven intelligente Menschen waren.
Die Aquamu begannen, einen Plan zu schmieden. Andere wehrten sich unterdessen mit einer besonderen Waffe, ihrem Wissen über die tödlichen Gifte der Natur. Die Sklaven hatten auf St. John viele Pflanzen wiedererkannt, die sie aus ihrer Heimat kannten. Bei den Ausgrabungen in Cinnamon Bay entdeckten Doug Armstrong und Ken Wilde Reste von Kräutern, die sie genauer untersuchten. Dabei stellten sie fest, dass es sich um Heilkräuter handelte. Das bestätigen historische Berichte. Kolonialherren lernten durch die Sklaven, die Heilkraft von Kräutern zu nutzen. Zum Beispiel, um sich vor Tropenkrankheiten zu schützen. Allerdings geht aus den dänischen Berichten auch hervor, dass manche Zutaten der Mahlzeiten für die Kolonialisten durchaus nicht gesundheitsfördernd waren. Super. 1733 waren Vergiftungen die Todesursache Nummer 1 auf der Insel St. John. Häufig erkannten die Opfer den Giftanschlag erst, wenn es zu spät war. Denn die ersten Symptome glichen meist denen der üblichen Tropenkrankheiten. Der französische Priester Père Labat notierte damals: Die hinterhältige Art des Verbrechens macht stichhaltige Beweise meist sehr schwer. Oft gibt es einen Verdacht, doch der Nachweis kann selten erbracht werden. Während sich einige Afrikaner im Verborgenen wehrten, versuchten sich andere durch Flucht zu retten. Sie nutzten unbeobachtete Momente bei der Feldarbeit, um sich im unwegsamen Urwald der Insel zu verstecken. Im Herbst des Jahres 1733 ist die Lage der europäischen Kolonialisten bereits äußerst prekär. In den Wäldern der Insel entwickelt sich eine afrikanische Parallelgesellschaft, die frei von kolonialen Fesseln lebt. Die Siedler sind inzwischen von abtrünnigen Sklaven eingekreist. Sie spüren, dass diese Menschen sich gegen sie verbünden. Sklaven, die noch auf den Feldern arbeiten, treffen sich mit den Flüchtlingen nachts heimlich in den Bergen und schmieden Pläne. Die Siedler fühlen sich bedroht. Was kann man tun, wenn man auf einer abgelegenen Insel von Feinden umgeben ist, die noch dazu in der Überzahl sind? Aber die dänischen Kolonialherren wollen dem wachsenden Druck nicht nachgeben. Gouverneur Gardelin antwortet mit harter Hand. Neue, verschärfte Vorschriften sollen die Unterwerfung der Sklaven erzwingen. Den Plantagenbesitzern wird das uneingeschränkte Recht zugebilligt, ihre Arbeiter und Diener brutal zu züchtigen. Ein Sklave, der versucht, seinen Herrn zu vergiften, soll dreimal mit glühenden Zangen gekniffen und aufs Rad geflochten werden. Jeder Sklave, der von dem Fluchtplan anderer Kenntnis hat, soll auf der Stirn gebrandmarkt werden und 100 Peitschenhiebe erhalten. Jeder entlaufene Sklave soll ein Bein oder, falls der Besitzer ihn begnadigt, ein Ohr verlieren und 150 Peitschenhiebe erhalten. Ein Sklave, der die Hand gegen einen Weißen erhebt oder ihm Gewalt androht, soll erhängt werden. Sollte der Weiße ihn begnadigen, reicht der Verlust der rechten Hand. Gouverneur Gardelin und die Plantagenbesitzer erwarteten von diesen Gesetzen offenbar einen Abschreckungseffekt. Die Geschichte zeigt, dass genau das Gegenteil eintrat. Mutige Sklaven ignorierten Gardelins Drohungen. Viele riskierten Folter oder Tod und flohen in den Dschungel. Im Spätherbst des Jahres 1733 herrscht auf der Insel völlige Anarchie. Die Lage war äußerst gespannt. Jedem war klar, es würde etwas geschehen. Aber niemand wusste wann. Die Aquamu unter Führung von König Jun und Prinz Akashi erkannten ihre Chance. Bewaffnet mit Pfeil und Bogen und einer Handvoll gestohlener Gewehre bereiteten sie den Aufstand vor. Heute klingt es unglaublich, aber auch in ihrer angestrebten neuen Gesellschaft sollte es Sklaven geben.
Sklaverei war im 18. Jahrhundert so selbstverständlich und verbreitet, dass der Besitz von Menschen selbst von den afrikanischen Sklaven nicht grundsätzlich in Frage gestellt wurde. Sklaverei war auf dem ganzen Kontinent eine akzeptierte Tatsache. In Nordafrika, in West- und Ostafrika. Sklaven gab es sogar in Saudi-Arabien und Europa. Sklaverei gehörte einfach zum Alltag. Menschen wurden versklavt und ihr Leben ging weiter. Manche versuchten, die Freiheit zu erlangen und einige schafften es. Dafür wurden andere versklavt. Die Gesellschaft funktionierte ebenso. Auch die afrikanischen Rebellen von St. John dachten nicht daran, die Sklaverei abzuschaffen. Sie wollten aber selbst die Rolle der Herren übernehmen. The plan and what occurred. Ihr Plan war, dass die Anführer die Macht auf der Insel erobern und die Plantagen selbst betreiben. Wer aufbegehrte, sollte ihnen als Sklave dienen. König Jun und Prinz Akashi waren inzwischen selbst in den Dschungel entkommen und organisierten von dort den Aufstand. Um sicher zu gehen, versammelten sie um sich nur Angehörige der Akwamu. Denn ihr Ziel war die Gründung eines eigenen Königreichs in der neuen Welt. Allerdings gab es ein Problem. Die schwierige Koordination des Aufstandes zwischen den Sklavenarbeitern auf den Plantagen und den Flüchtlingen in den zahlreichen abgelegenen Dschungellagern. Die Lösung war das älteste Kommunikationsmittel der Welt. Jeder afrikanische Sklave verstand die uralte Sprache der Trommel. Ihr Klang und ihr Rhythmus verbreiteten die Nachricht auf der ganzen Insel. Eddie Bruce ist ein anerkannter Experte für traditionelle afrikanische Trommel. Die sprechenden Trommeln können Botschaften über große Entfernungen verbreiten. Sie rufen zu Festen wie Hochzeiten, Beerdigungen oder Namensgebungsfeiern oder zum Kampf. Wahrscheinlich wurde die Trommelsprache genutzt, um Nachschub zu organisieren, den Feind auszukundschaften und zu überwältigen. So klingt ein Aufruf zum Kampf. Sehr einfach. Während die Trommeln zum Aufstand riefen, vollendeten König Jun und Prinz Akashi ihren Schlachtplan. Ihre Ziele waren hoch gesteckt. Nach der Eroberung von St. John wollten sie die Nachbarinseln Tortola und St. Thomas übernehmen. Die dänischen Soldaten im Fort von St. John waren für sie kein ernstes Hindernis. Diese beschäftigten sich hauptsächlich mit der Vernichtung der Rumvorräte. Der frühere Gouverneur Erik Bredal schrieb über sie: Die Posten sind so erbärmlich, dass man sich auf sie nicht verlassen kann. Völlig betrunken fallen die Wachen im Dienst von den Mauern. Manche stürzen zu Tode. Noch heute findet man die Spuren ihrer Gelage in den Ruinen des Forts. Hier liegt der Boden einer Schnapsflasche aus dem 18. Jahrhundert, einer sogenannten Zwiebelflasche. Am häufigsten finden wir hier oben Überreste von Tabakspfeifen. Alle Soldaten rauchten, um sich die Zeit zu vertreiben oder um sich nachts auf Posten wach zu halten. Die Moral dieser Truppe war kaum dazu angetan, einem entschlossenen Rebellenangriff standzuhalten. Am Morgen des 23. November war es soweit. Prinz Akashi und König Jun nahmen zwei Ziele ins Visier. Das eine war der Plantagenbesitzer Johannes Sotman. Wahrscheinlich wussten die Sklaven, dass er dem Gouverneur nahe stand. Nun konnten sie sich für dessen grausame Strafaktionen rächen.
Brutalität der Sklavenhalter richtete sich nun mit aller Härte gegen sie selbst. Unterdessen trafen am Fort einige Sklaven ein, um wie gewohnt Feuerholz abzuliefern. Doch in den Holzbündeln versteckt trugen sie geschliffene Messer. Die Archäologen fanden viele solcher Klingen bei ihren Grabungen. Dieses Messer fanden wir in der Cinnamon Bay. Es wurde bei der Zuckerrohrernte benutzt. Fast alle Sklaven der Insel brauchten es, also besaß auch jeder eines. Das Zuckerrohrmesser erfüllte nun einen anderen Zweck. Die ahnungslosen Wachen im dänischen Fort wurden schnell von den Aufständischen überwältigt. Die Aquamur-Rebellen hatten nun freie Bahn. Sie drangen in die Waffenkammern ein und versorgten sich mit Gewehren und Munition. Wenn es überhaupt jemals eine nationale Erhebung in der Geschichte von St. John gab, dann war es die Eroberung des Forts. Nur einem einzigen Dänen gelang es, aus dem Fort zu entkommen. Die Rebellen stürmten unterdessen auf den Wehrgang, luden die Kanone und feuerten einen Schuss ab. Ein wohlüberlegter Schachzug. Was wollten sie mit dem Kanonenschuss erreichen? Zum einen war es das abgesprochene Signal, dass der Aufstand begonnen hat. Zum anderen wussten die Rebellen, dass im Notfall die Siedler mit einem Kanonenschuss zum Fort gerufen wurden. Doch diesmal würden sie direkt in einem Hinterhalt der Aufständischen landen. Mit den erbeuteten Waffen teilten sich die Aquamu in zwei Gruppen auf. Die eine kümmerte sich um das Fort und die angrenzenden Plantagen in Coral Bay. Die zweite Gruppe bewegte sich an der Nordküste entlang und brachte die übrigen Siedlungen unter ihre Kontrolle. Sie gingen über die Flanken vor, um in einer Art Zangenbewegung die restlichen Gegner in der Mitte einzukreisen. Das beweist, sie verstanden etwas von systematischer Kriegsführung. In ihren Reihen kämpften auch Frauen. Experten vermuten, dass einige Frauen sehr persönliche Motive hatten. Wie diese Mutter. Ihr Name war Brefou. Am Tag des Aufstandes schloss sie sich einem Rebellentrupp an, der zur Brown Bay unterwegs war. An der Brown Bay lagen die benachbarten Plantagen von Peter Kreuer und Pierre Castan. Von hier breitete sich der Aufstand ins Land aus. Die Siedler an der Brown Bay bekamen als erste die Entschlossenheit der Rebellen zu spüren. Auf der Plantage kam es zu einem Blutbad. Der Plantagenbesitzer Kreuer und seine ganze Familie wurden umgebracht. Einige Historiker sehen darin einen Akt sinnloser Gewalt. David Knight hat eine andere Erklärung. Die historischen Dokumente liefern einen Hinweis, warum gerade diese Familie auf der Stelle ermordet wurde. Sie konnte sich nämlich keine erwachsenen, gesunden Sklaven leisten und hatte zwei Kinder gekauft. Deshalb ist es durchaus möglich, dass die Rebellen diese Familie heimsuchten, um die Kinder zu retten. Gouverneur Gardelin war empört über die Ermordung der Familie Kreuer, besonders weil eine Frau zu den Haupttätern gehörte. Er befahl der Miliz, die Angreifer aufzuspüren, doch es war bereits zu spät. Bis zum Sonnenuntergang des 23. November hatten die Rebellen bereits den gesamten Osten der Insel unter Kontrolle.
Mehr als zwei Jahrhunderte später stießen die Archäologen in der Cinnamon Bay auf die Überreste eines Gebäudes aus jener Zeit. Die Fundstücke ließen keinen Zweifel, dass hier Sklaven untergebracht waren. Solche Kauri-Schneckenhäuser dienten als Zahlungsmittel in Westafrika. Man benutzte sie auch als Knopf oder Verzierung an der Kleidung. Funde wie diese deuten darauf hin, dass Menschen sie aus Afrika in die Karibik, in dieses Sklavenhaus, mitgebracht hatten. Neben diesen Artefakten ermöglichte ein weiterer Fund die verlässliche Datierung der Gebäudereste. Armstrong und sein Team entdeckten eine dünne Ascheschicht, die den Zementfußboden bedeckt. Ein Beleg dafür, dass dieses Gebäude niedergebrannt wurde. Mit der Radiocarbon-Methode, auch als C14-Methode bekannt, ließ sich das Alter der Kohle recht exakt bestimmen. Es stellte sich heraus, dass die Asche tatsächlich aus dem Jahre 1733 stammt. Die Lage und die Struktur der verkohlten Reste deuteten auf Brandstiftung hin. Doch wer sollte ein Interesse daran gehabt haben? Nach dänischen Berichten zündeten die Siedler selbst einige Häuser an, damit ihr Besitz nicht in die Hände der Rebellen fiel. Doch das Grabungsteam in der Cinnamon Bay bezweifelt, dass dieses Szenario dort zutrifft. Die Hinweise auf die tatsächlichen Ereignisse stammen aus Berichten der dänischen Kolonialverwaltung. Als David Knight die Dokumente sichtete, wurde er fündig. Ein Bericht erwähnt, dass ein Anwesen in der Cinnamon Bay von den Aufständischen angegriffen und niedergebrannt wurde. Die Frage war, warum hatten die Rebellen ein Haus zerstört, das sie selbst hätten bewohnen können? Die Antwort zeigt, dass es sich keineswegs um einen Kampf aller Schwarzen gegen die weißen Herren handelte. Nicht alle Sklaven standen hinter den Zielen der Rebellen. Offenbar war das auch in Cinnamon Bay der Fall. Einige Sklaven warnten ihre weißen Herren sogar vor drohenden Rebellenangriffen. Gut möglich, dass es auf St. John viele Sklaven gab, die auch von den Akwamu versklavt worden wären. Allein das hinderte sie, den Aufstand zu unterstützen. Einigen Siedlern gelang die Flucht auf eine unbewohnte Insel, mit Hilfe ihrer Sklaven. Viele Sklaven blieben sogar zurück, um die Plantagen zu verteidigen. Aus Loyalität gegenüber den Herren, aber auch aus Eigennutz. Sie hatten durchaus etwas zu verlieren und sie betrachteten die Plantagen als ihr Zuhause. Es gab ja auch gute persönliche Beziehungen zu den Besitzern. Tatsächlich finden Historiker immer mehr Hinweise, dass die Sklavenrevolte von St. John nur von einer relativ kleinen, aber entschlossenen Gruppe getragen wurde. Von 1200 Sklavenarbeitern auf St. John beteiligten sich nur 120 bis 140 daran. Das sind nur gut 10% aller Sklaven, die damals auf der Insel waren. Die anderen versuchten, sich in Sicherheit zu bringen, als die Rebellen die Oberhand gewannen. Diese Sklaven schlossen sich der Revolte nicht an. Wenn sie Widerstand leisteten, wurden ihre Häuser verbrannt. Nachdem sie die Lebensmittel im Haus geplündert hatten, brannten die Rebellen es nieder. Das geschah, nach einem Augenzeugenbericht, überall auf der Insel. Der Widerstand ist eine herbe Schlappe für die Rebellen. Sie haben keine Wahl. Sie müssen die gegnerischen Sklaven bekämpfen, indem sie Plantagen in Brand setzen. Afrikaner gegen Europäer, Sklaven gegen Rebellen. Die Fronten wurden unübersichtlich. Die Nachricht von der Revolte traf schließlich auch beim Gouverneur auf der Nachbarinsel St. Thomas ein. Der einzige Überlebende der Garnison auf St. John meldete, dass das Fort gefallen war. Das ist ihr Wort! Das ist ihr Wort! Das
Der Gouverneur konnte kaum dänische Soldaten auf St. Thomas entbehren, um die Revolte niederzuschlagen. Deshalb füllte er die Reihen mit schwarzen Söldnern auf. Sie bildeten die erste Verteidigungslinie der Regierung und wurden mit Land belohnt, mit konfiszierten Plantagen. Das sogenannte Freie Negerkorps bestand aus befreiten Sklaven. Es brach sofort zur Nachbarinsel auf, um die Rebellion niederzuschlagen. Unterdessen trommelten die Akwamu ihre Kämpfer zusammen, um den bisher schwersten Angriff auf die Siedler vorzubereiten. Offensichtlich standen die Kolonisten der Situation hilflos gegenüber. Gleichzeitig fühlten sich die Afrikaner durch den Ausbruch der Revolte gestärkt. Die Siedler brachten ihre Frauen und Kinder auf Nachbarinseln in Sicherheit und verschanzten sich auf dem Anwesen des Plantagenbesitzers Peter Durlo. Gespannt warteten sie die ganze Nacht, ohne zu wissen, was draußen vorging und wie viele Rebellen sich zum Angriff gesammelt hatten. Auf diesem Feld kam es dann zur Schlacht. Um 3 Uhr nachmittags griffen die Rebellen an. Jede Angriffswelle wurde zurückgeschlagen. Die Anführer der Akwamu hatten offenbar die Feuerkraft des Gegners unterschätzt. Als den Rebellen die Munition auszugehen drohte, zogen sie sich in den Dschungel zurück, um sich neu zu formieren. Auf der Durlo-Plantage fand die einzige wirkliche Schlacht während des Aufstandes statt. Es war jetzt eine militärische Auseinandersetzung zwischen zwei Nationen. Eine afrikanische und eine europäische Nation führten Krieg auf fremdem Boden. Die Rebellen versuchten nun, die Siedler mit einem Guerillakrieg in Schach zu halten. Einen Winter lang gelang es ihnen, den größten Teil der Insel zu kontrollieren. St. John war der erste schwarze Staat in Amerika. Hier fand die erste schwarze Revolution Amerikas statt. Als die endgültige Kapitulation der Siedler drohte, suchte der verzweifelte Gouverneur Gardelin nach einem Ausweg. Am 21. März bat er die französische Regierung von Martinique um Hilfe. Ich fürchte, es wird etwas Schreckliches geschehen. Es sei denn, Sie haben die Freundlichkeit, mir zu helfen. Sie können nicht zulassen, dass Sklaven unsere Schwäche ausnutzen und wie eine Rebellion zum Opfer fallen. Im April 1734 landete daraufhin der französische Kommandant Longueville mit einem Kontingent des Freien Negerkorps auf St. John. Dessen berüchtigter Führer hieß Mingo Tamarind. Today the name Heute wird der Name Mingo für Verräter benutzt. Wochenlang machten die Mitglieder des Korps Jagd auf die Rebellen. Afrikaner wurden von Afrikanern im Interesse der weißen Kolonialherren zur Strecke gebracht. Am 4. Mai 1734 stand eine der letzten Rebellengruppen kurz vor der Festnahme. Sie sah keinen anderen Ausweg,
als sich durch Selbstmord der Gefangenschaft zu entziehen. Es war ein ritueller Tod, keine Verzweiflungstat. Sie taten es aus Prinzipientreue und mit der Gewissheit, dass ihr Leben nicht vergebens war und ihre Seelen in der Heimat Frieden finden würden. Die Rebellen erschossen sich. Unter ihnen waren auch die Sklavin Brefou und König Joan. Nachdem der französische Kommandant Longueville die Leichen entdeckt hatte, setzte er seine unerbittliche Menschenjagd fort. Bevor er die Insel am Ende des Frühlings verließ, sorgte er dafür, dass die Gefangenen gepfählt, auf dem Scheiterhaufen verbrannt oder gevierteilt wurden. Prinz Akashi und einige Getreue waren noch auf freiem Fuß. Als der Gouverneur ihnen eine Amnestie versprach, ergaben sie sich schließlich im August. Doch als sie zur Adrian-Plantage geführt wurden, war auch ihr Schicksal besiegelt. Dort fand der wahrscheinlich schlimmste Verstoß gegen die Regeln des Krieges in dieser Auseinandersetzung statt. Prinz Akashi wurde geköpft. Seine Kameraden wurden zum Marktplatz geführt und bei lebendigem Leibe verbrannt. Nach 10 Monaten des Kampfes markierte das grausame Spektakel das Ende der Revolte auf St. John. Erst über 100 Jahre später wurde die Sklaverei in den dänischen Kolonien abgeschafft. Für David Knight ist die Aufarbeitung dieser Geschichte noch lange nicht abgeschlossen. Gerade erst wurden die Reste einer Plantage entdeckt, die seit 1733 unberührt im Dschungel verborgen war. Wir fanden heraus, dass sie während der Rebellion niedergebrannt wurde. Ken Wild hat die Fundstelle für die Nationalparkverwaltung vermessen. Die Entdeckung eines Gerätes zum Schöpfen von Melasse belegt, dass es sich um eine Zuckerrohrplantage gehandelt hat. That's your homemade tool. Yeah. Alljährlich begehen die heutigen Bewohner der Insel den Beginn des Sklavenaufstandes mit einem Marsch zur Ruine des dänischen Forts. Für die Einwohner sind die Ereignisse von 1733 kein abgeschlossenes Kapitel der Geschichte. Sie haben auch heute noch große Bedeutung. Der Aufstand war Ausdruck des ewigen Freiheitsstrebens des Menschen. Diese Männer und Frauen zündeten den Funken nicht nur für sich. Der Funke sprang auf die ganze Karibik über. Sie hatten nichts anderes im Sinn. Sie wollten nur frei sein. Das Vermächtnis der Sklavenrevolte gewinnt an Bedeutung, je mehr historische Fakten über die Ereignisse ans Licht kommen. What we see is a group. Diese Gruppe hat ein ganzes System gestürzt. Und zwar nicht aus sozialen Beweggründen. Es war kein Protest, sondern eine Revolution. Obwohl sie nur 6 Monate andauerte, war die Sklavenrevolte von 1733 ein Meilenstein in der Geschichte der Karibik. Afrikanische Sklaven hatten den ersten schwarzen Staat auf amerikanischem Boden errichtet. Bis heute inspiriert ihr Kampf die Menschen auf St. John. Für uns sind sie Freiheitskämpfer. Ihr Geist lebt weiter im Freiheitskampf der Gegenwart.